Und damit herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation mit mir, dem Dennis, zu einer weiteren Folge OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Heute auf der Karte Tettau. Tettau Updated, um genau zu sein. Auf der Linie 342 im Auftrag der OVF mit einem gemieteten Bus der BVG. Also als Subunternehmer quasi. Oder gekauften Bus, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall den Bus vom Subunternehmer gekriegt. Und wir fahren heute vom Pressiger Bahnhof nach. Wo haben wir denn hier unseren schönen Fahrplan? Habe ich denn überhaupt schon einen ausgewählt? Ah, ich habe noch gar keinen Fahrplan ausgewählt, siehst du. Montag bis Freitag. Genau, wir fahren von Pressig Bahnhof nach. Nach Tettau Festhalle. Fahrt dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und ja, ich hoffe mal, wir werden auf der Fahrt nichts Schlimmeres weiter wieder begegnen oder widerfahren. Lichter haben wir schon alle an. Müssen noch 10 Minuten warten. Das werden wir jetzt mal gekonnt überspringen. So. Wir fahren übrigens eine Art Schulbus. Das ist, ich weiß gar nicht, ob wir an der Schule vorbeikommen direkt. Nee, sieht. Ah doch, hier an der Sattelgrunder Schule. Siehst du, wir bringen die Kids vom Bahnhof zur Sattelgrunder Schule, fahren noch weiter zur Festhalle und fertig ist die Geschichte. So. Das war auch mein großes Ziel, unbedingt einen Schulbus fahren zu dürfen. Hoffen wir mal, dass das alles soweit klappt. Die ersten Fahrgäste warten auch schon. Dann wird man sagen, dann lassen wir sie nicht weiter warten, ne? Okay, Licht ist an. Werden wir mal wenden. Unsere Fahrgäste einsammeln. Ja, zum Bus. Wir fahren einen Mercedes-Benz O405N. Also Niederflurer der O405er-Reihe. Ich hoffe mal, er wird uns heute nicht im Stich lassen. Ich merke aber gerade, die Fahrgäste wollen gar nicht einsteigen. Hallo? Okay, dann probieren wir es mal. Nochmal mit extra Zieleinstellung. Im Auftrag der OVF. Nee. Gut, dann hat das Ziel, die Route falsch gemacht. Wir fahren den. Was fahren wir? Was ist? Okay. Wir fahren 8342 Richtung Tettau. Und die Leute jetzt rein? Leute? Ah, jetzt wollen sie rein. Hallo. Eine Hallo. Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte kriegst du. Hast du mir gegeben. Ah, genau, passen. Hallo. Hallo. Einmal Kurzstrecke bitte. Kurzstrecke. 4310. Danke. Passt. Einen normalen Fahrschein bitte. Normal. 260. Ich glaube, Sie haben mir zu viel gegeben. Sicher? Ja, sicher. Danke. Habe mich über den Preis gehört. So, okay, weiter. Abfahrt. Wir haben schon ein bisschen Verspätung. Raus aus dem Bahnhof, weiter in die Stadt rein. Boah, kommen wir da überhaupt rum? Da habe ich einen zu großen Wendekreis genommen. Müssen wir mal kurz bisschen rückwärts fahren, damit wir hier vorbeikommen. So. Ich bin der Warte, Scheiße. warte, 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 warum beschwert ihr euch jetzt wieder? Ich bin noch nirgendwo gegen gefahren. Kaum fahre ich, beschweren sie sich schon alle wieder. Ich glaube, hier kommt man erstmal mit einem kleineren Bus klar. Weiß nicht, ob man mit so einem Bus hier wirklich durchfahren sollte. Ich wundere gerade eher, dass wir so langsam vorankommen. Dass er den Gang nicht mehr kriegt. Gefühlt. Weil er sehr hochtourig gerade fährt. Oh nein, jetzt kommt uns ein Kollege entgegen. Ist schlecht. Oh, verdammt.
Das ist sehr schlecht. Ich will sofort aussteigen. Ist ja unmöglich, wie sie fahren. Wow, jetzt bin ich auch schuld, oder was? Ja, ich bin eindeutig schuld. So viel zum Thema, uns passiert heute nichts. Direkt angefangen, schon haben wir Verspätung. So. Versuchen wir die mal aufzuholen. Kommen die Kids heute eben zu spät zur Schule? Schönen guten Tag. Einen normalen Fahrschein. Guten Tag. 7,20 Euro. Dankeschön. So. Seien Sie doch Fahrschein, bitte. Ja, beschwer dich bei meinem Kollegen. Dankeschön. Guten Tag. Hallo. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Tageskarte? Kriegst du 70 wieder. Danke. So, weiter geht die Fahrt. Irre ich mich oder komme ich hier kaum voran mit dem Bus? Ah, jetzt zieht er. Jetzt zieht er. Der nächste Halt ist Abzweig Friedersdorf, liebe Fahrgäste. Kreis, 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 Kreise fahren, das ist doch immer schön. Boah, aber es ist aber auch echt laut. Stellt euch den Blinker jetzt einfach vor. Irgendwie kann ich ihn ja nicht benutzen. Weil ein gewisses Kollegenschwein meinte, mir frontal reinfahren zu müssen. Ich frage mich gerade eher, was das da oben ist. Aber naja. Hier muss man jetzt vorsichtig sein. Och, Leute. Ich muss hier so fahren, oder wollt ihr nie an euer Ziel ankommen?
ja viel zu spät. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Gut, dass du dich mitten im Satz abgebrochen hast. Danke. Ja, ja. So, unser nächster Halt ist dann gleich Grotenkirchen. Oh, ey. Musst du echt vorsichtig sein. Wir fahren vielleicht nicht viele Autos, aber wenn sie fahren, dann wird's eng. Gut, hier geht's jetzt. Lass mich mal kurz rollen. So, und jetzt Vollgas, solange die Möglichkeit besteht. Da ist nämlich schon unsere nächste Haltestelle. Gut, niemanden, den wir blockieren können. Und dann rein mit euch. Hallo Leute. Wieso wollt ihr denn nicht rein? Ja, jetzt wollt ihr rein. Oh. Ach ja, immer das Ärger mit den Fahrgästen. Guten Morgen. Morgen. Einmal normal bitte. Danke. So. Nächster Halt Buchbach. Direkt hier an der Feuerwehr vorbei. Kommt ihr noch rein? Ja, kommen sie noch. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Einen normalen Fahrschein. Normaler Fahrschein. 20. Danke. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ich glaube, Sie haben mir zu viel gegeben. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Danke. Einmal Schüler, bitte. Endlich mal ein Schüler. Muss zur Schule, ne? 2,70. Danke. Weil ich auch so schlecht fahre, ne? Nächster Halt ist übrigens Schauberg. Okay, das war jetzt ein bisschen zu schnell, das gebe ich zu.
Aber wir wollen ja unsere Verspätung auch wieder aufholen. Oh shit, Kurve! So, da haben wir auch schon den Schauberg. Und ich sehe schon, wir werden ihn nochmal sehen. Aber wir haben gut Minuten schon rausgeholt. 2 Minuten insgesamt jetzt. So. Ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Kurzstrecke? Okay. Danke. Einmal bitte Kurzstrecke. Ja, genau. 18. Danke. Ups. So, weg mit dir, mein Kollege. Wieder den Kollege, der hoffentlich nicht. Diesmal hat er mich nicht gerammt, ausnahmsweise mal. So. Nächster Halt ist dann Langenau. Hier kann es jetzt problematisch werden, aber ich glaube, das schaffen wir. Ja, beschwert euch nicht. Da haben wir auch gleich schon unseren nächsten Halt Langenau. Ja. Ich kann halt hier nicht viel erzählen, weil ich mich halt sehr stark konzentrieren muss bei dieser schnellen Fahrt. Das ist jetzt hier eine kleine notgedrungene Folge, die auch auf der Stelle jetzt aufgenommen wurde. Also wundert euch nicht, wenn in dieser Folge ein paar viele Fehler passieren. Ich werde jetzt auch noch mal in den nächsten Tagen noch mal wahrscheinlich eine OMSI-Folge aufnehmen. Hoffentlich eine Train-Simulator-Folge mit dem Baureihe 476. Also mit dem Mitten durch Berlin Add-on. Nächster Halt ist übrigens Kehlbach. Und unterbrich mich bitte nicht, Manni. Und dann will ich noch versuchen, den Citybus Simulator München aufzunehmen. Allerdings habe ich da aktuell das Problem, dass er mein Lenkrad nicht erkennt. Da muss ich nochmal gucken, was ich da eingestellt habe, dass das nicht mehr tut. Es kann auch einfach daran liegen, dass ich meine Hardware vor kurzem gewechselt habe. Entwerter kaputt. Okay, haben wir quittiert. Jetzt muss ich hier natürlich echt aufpassen. Oh, wie soll ich den Wendekreis denn schaffen? Oh Gott, wünscht mir Glück, ey Leute. Oh, boah. Ging doch noch gut klar. Morgen.
Hit. Und wieder zurück. Da kommt nichts, also können wir hier abbiegen. So, nächster Halt dann Klein Tettau. Und wir haben unsere Verspätung leider wieder verschlimmert. Das müssen wir versuchen jetzt natürlich wieder auszubügeln. Wenn wir das dann hinkriegen sollten. Ich hoffe mal. Jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Gas geben. So. Okay, da kommt Gegenverkehr. Achtung. So, alles gut. Versuchen wir halt wirklich mal die Verspätung rauszuholen. Das ist jetzt eigentlich gerade priorisierend. Schön mit 100 hier lang kacheln. So. Und hier rechts abbiegen. In Richtung Klein Tettau. Hier fahren wir anscheinend unbescholten dran vorbei. Ist aber auch kein Problem. Da kommt nichts. Das heißt, wir können hier einfach hin. So. Achso, ich dachte gerade. Alles gut. So, dann probieren wir mal Klein Tettau zu erreichen. Hoffentlich heile. Oranges Blinklicht, das ist nicht gut. Auf was warnt es uns? Bauarbeiten, Achtung. Okay. Ampel. Wir sehen mal eine Ampel. 30. Ah, wir haben auch rot. Also warten. Dass wir mal eine Ampel mitten auf dem Weg haben. Oh, ist das schön ruhig. Ey, dieser Bus ist halt wirklich laut. Und dem Motor scheint es auch nicht so doll zu gehen. Ah, doch jetzt. Ich denke, unsere Verspätung holen wir nicht mehr raus. Aber egal, das machen wir trotzdem noch zu Ende. So. Ich dachte schon gerade, du willst mir reinfahren, Freundchen. Ah, guck mal, Klein Tettau schon da vorne. Und wir haben es heile durch die Baustelle geschafft. Sehr schön. Und dann haben wir es nach Klein Tettau geschafft. Dann dürfte Tettau hier nicht mehr weit sein. Wie viele aber auch morgen schon auf den Beinen sind. Jemand raus? Einmal Kurzstrecke. Nein. Kurzstrecke, okay. 3:10.
Danke. Bitteschön. Und weiter geht die wilde Fahrt. Nächster Halt, Klein-Tettau-Kirche. Wird auch langsam heller, man merkt's. So, oh, unsichtbares Auto. Genau, das waren die Fehler, die ich meinte. Also wie gesagt, ich werde versuchen, weiterhin München aufzunehmen. Ah! Ich sehe nichts. Hilfe. ich werde versuchen, weiterhin München aufzunehmen, aber wie gesagt, ich mache das nicht ohne Lenkrad. Jetzt, wo ich weiß, wie es funktioniert, geht es auch einigermaßen. Okay, tja, das hat nicht alle reingepasst. Und wenn das wieder klappt, dann werden auf jeden Fall bessere neue Folgen kommen. Mir wurde auch ein Kommentar geschrieben, von wegen, ob es da noch Updates gibt. Updates von mir, ja, aber nicht mehr vom Entwickler. Das Spiel ist schon seit Jahren eingestellt. Das kam einmal raus und ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche Updates zu gab. Auf jeden Fall, wenn, dann habe ich die neueste Version. Was mich mal interessieren würde, ich habe ja auch Bus-Simulator 2012, wollt ihr das auch sehen? Schreibt es mal unten in die Kommentare, weil wenn ihr Bock habt, Bus-Simulator zu sehen, könnte ich das auch aufnehmen. Natürlich im Experteneinstellung. Ich werde natürlich da mein Bestes geben. Und gegebenenfalls werde ich auch eigene Linien erstellen. Aber wenn ihr Bock habt, das zu sehen, kann ich dir gerne mal eine Folge aufnehmen. Ich glaube, der ist jetzt bei Klein-Tettau Kirche stehen geblieben. Nee, Alexanderhütte. Dann musst du dich mal schalten, mein Lieber. So, muss man in meiner Elma eben umschalten. Also Leute, nächster Halt Alexanderhütte. Für die 23 Leute da hinten drinne. Kommt da was? Nö. Hier müssen wir jetzt vorsichtig sein. Schöne enge Straße. So. Da wartet auch schon jemand. Jemand raus? Ja. Nö. Einmal bitte gut. Kurzstrecke. Kurzstrecke. Kriegst du. Danke. So. Versuchen wir mal hier heile rauszukommen. Wenn man die nicht sieht, ist es noch schlimmer. Ja, schreibt mal auch unten in die Kommentare, von welcher Karte ihr mal Fahrten sehen wollt oder auf welcher Linie ihr mich mal sehen wollt. Ich fahre gerne ein paar Linien oder wenn ihr eigene Karten habt und die ich testen soll. Also was heißt testen halt? Wenn ihr Karten habt, die von euch sind und die mal spielen sollen, gucken, damit ihr guckt, wie ich da verliere, dann könnt ihr das gerne machen. Müsst ihr halt nur in die Kommentare schreiben, wie sie heißt. Und dann würde ich auf euch zukommen. Auf jeden Fall, nächster Halt ist erstmal Magdalenenkloster. Tolle Kloster hier rechts. Da fahren wir aber nicht rein. Ich mag keine Kloster. Die sind gruselig. Wenn welche rein ist, Kloster? Einmal normal. Anscheinend nicht. Normal. Was ist heutzutage noch normal? Danke. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Wie weit haben wir es denn überhaupt noch? Weit geschafft. Warte, Moment mal. Weit geschafft. Ja, sind nicht mal weit. Wir kommen jetzt schon in Tettau an. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir nun Tettau. Der erste Halt in Tettau ist Rosengasse. An alle Schüler, ihr könnt noch weiterfahren bis Sattelgrund Schule.
Dieser Bus fährt dorthin und an alle, die weiterfahren wollen, wir fahren weiter bis nach Festhalle. Also Sie brauchen nicht aussteigen und auf den nächsten Bus warten, wir fahren weiter bis nach Festhalle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Willkommen in Tettau. Fahrschein. Dankeschön. Einen normalen Fahrschein. Bitte. Ja. Danke. Wollte auch niemand aussteigen, dann ist gut. So. Der nächste Halt ist dann Sattelgrundschule. An alle Schüler hier bitte aussteigen. Nein. Ah, Haltewunsch. Ich hoffe mal, der Schüler möchte hier raus. Oder ein Lehrer. Ja, ich weiß, die sind wahrscheinlich nicht so viel km/h erlaubt, aber wer soll mich dran hindern? Hahaha. Nein. Aber so kommen wir halt schneller ans Ziel. So. Ah, ich verstehe. Oder? Verstehe ich? Ja, ich verstehe. Wir müssen jetzt hier links. Wenn er hier rechts abgebogen ist, können wir links abbiegen. So. Achtung, Schüler 30, da müssen wir natürlich aufpassen. So. Ui, waren aber auch schon wieder einige weg. Wahrscheinlich die Nachtschicht. Aber auch mit ihren Kindern? Sehr seltsam. Guten Morgen. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Ja, ja, Kurzstrecke. Falsches Ticket. Warum auch immer. Danke. So. Guten Tag. Sind Sie hier der 18er? Oder ist Sie, also ich bin der Meinung, dass einer mindestens fehlt. Wenn Sie meinst. Normaler Fahrschein. 70 Cent. Dankeschön. Bitte. Ein normaler Fahrschein, bitte. Jo. 2,20. Schulschwänzer sind das hier, die Kids. Aber nicht mein Problem. Da kann ich auch nochmal eine geile Geschichte erzählen. Und zwar, da war ich in Koblenz. Und dann bin ich einmal so einen kleinen Linienbus, der halt als Schulbus dient, mitgefahren. Und ich hatte halt so ein Deutsche Bahn-Ticket, das in gewissen Waben geht. Und ich habe mir das aber extra so gekauft, dass es in dieser Wabe geht, wo ich da fahren möchte. So, Busfahrerin. Schätzungsweise ist sie 60 gewesen. Also es war halt eine Schätzung. Grüße gehen auf jeden Fall raus an sie. Das war sehr interessant, denn sie hat sich dieses Ticket angeguckt. Angeguckt, also mich immer wieder so hin und her geguckt, also mich und das Ticket, und hat dann gesagt, das Ticket ist hier nicht gültig, du musst draußen bleiben. Ich dachte mir so, gucken Sie noch mal genau hin. Diese Diskussion ging 5 Minuten, sie kam 5 Minuten, mussten 5 Minuten zu spät abfahren. Und sie hat immer noch darauf erpicht, dass es nicht gültig ist.
Hat mich aber letztendlich dann doch mitfahren lassen. Ganz ehrlich, es stand sogar drauf, dass diese Wabe, also dass es für diese Wabe geht. Also wenn sie weiß, welcher Wabe. Hallo, ich versuche hier was zu erzählen. Wenn sie wüsste, in welcher Wabe sie fährt, dann wüsste sie auch, dass es da gültig wäre. Es stand da extra drauf. So, nächster Halt ist Sonnenhof. Nein! Ralf Schumacher! Fahrschule ist ja nichts dagegen. Oder Mick Schumacher, keine Ahnung. Beide. So. Da vorne ist ein 3-5er. 305er. Einen normalen Fahrschein. Ja, kriegst du. So. Zufrieden? So, warum fährt denn der nicht? Irgendwie kommt er ja nicht voran, ne? Na doch, langsam. So, Leute, nächste Haltestelle ist unser Ziel und unsere Ziel- und Endhaltestelle Tettau-Festhalle. Wir bitten alle Fahrgäste hier auszusteigen und mich meine Pause genießen zu lassen. Ich freue mich, euch bei meiner nächsten Fahrt wieder zu begegnen. Nicht. Und hoffe, dass ihr noch einen nicht angenehmen Tag haben werdet in der Schule oder auf der Arbeit oder sonst irgendwo. Einen schönen Tag noch. Ja, das war jetzt sehr... Manchmal frage ich mich, was ich laber. Und ich sollte mehr auf den mehr auf die Karte gucken. Aufs Navi meine ich. Mach das nicht nach. Nur wenn ich jetzt weiterfahren würde und umdrehen müsste, dann wären wir in 10 Jahren nicht da. So. Von der Zeit her hat es auch ungefähr gestimmt. Fahrplanzeit, ein bisschen drüber sind wir, liegt aber auch vielleicht an der Verspätung. Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Beschwert euch nicht, seid froh, dass ich überhaupt fahre. Ihr setzt euch gleich gegen den Baum. Ach ja. Also, wenn die das schon schlimm finden, dürfen die niemals auf Malediven, sage ich schon, auf Palma de Brainfuck, ich hab voll gerade den Lockdown. Wo war ich denn da? Also, ich war auf jeden Fall in den Kanarischen Inseln. Madeira, genau. Dürfen Sie niemals in Madeira mit diesen Hop-on-Hop-off-Bussen fahren. Die sind so schlimm. Die fahren da ja wirklich wie die besenkten Säue. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Tag, wo ich ja sogar da war, also mit dem Kreuzfahrtschiff mit meinem besten Freund, einen Tag später, wo wir auf See waren und uns niemand erreichen konnte, ist ein Bus dort in die, ja, zu spät ist mir egal, ist ein Bus in den Graben gefallen und alle dachten, wir wären da drin gewesen, weil ich davor gesagt habe, wir sind in, auf Madeira. Ja, wir sind natürlich weg gewesen, aber wir haben es natürlich auch in den Nachrichten gehört. Nur wir konnten niemanden erreichen, wir waren ja mitten auf See. Am nächsten Tag war aber auch alles wieder in Ordnung, aber daran sieht man, wir hatten echt Glück, weil es waren genau dieselben Hop-on-Hop-off-Busse. Glück, mehr als Glück haben kann man da, glaube ich, nicht. Also mehr Glück haben kann man da, glaube ich, nicht. So, das war's mit dieser Folge auf Tettau mit der Linie 342. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Den Fahrgästen offenbar nicht so doll. Ich mache jetzt mal erstmal hier meinen Motor aus. Ich bin gerade mehr verwirrt, dass ich 8 Minuten Verspätung noch habe. Ich hätte wahrscheinlich direkt wieder zurückgemusst. Hat man denn nie Pause? Nein. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Gerne kommentieren, was euch nicht gefallen hat oder was euch auch gefallen hat. Aber bitte in guten Worten. Ich verabschiede mich, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Haut rein. Ciao, ciao.